Überfall auf Zahnarzt. Zeigefinger abgeschnitten. Brutale Täter weiter auf der Flucht. Fichtenwalde. Im brandenburgischen Fichtenwalde fand gestern gegen 18 Uhr ein skurriler Überfall auf einen Zahnarzt statt. Zwei junge Männer, die nur gebrochen Deutsch sprachen, raubten das Geld des Opfers und schnitten ihm einen Finger ab. Die Täter stießen den Kopf des Mediziners zunächst gegen den Türrahmen, dann drängten sie ihn zurück in seine Praxis. Dort klemmten sie seinen Zeigefinger in eine Art Gartenschere und nötigten ihn, ihnen sein Geld zu geben. Obwohl er der Forderung nachkam, war es den Räubern nicht genug. Sie schnitten ihm den Finger ab, bevor sie die Flucht ergriffen. Der Zahnarzt behandelte sich zunächst selbst und rettete sich daraufhin in einen nahegelegenen Supermarkt, in welchem er letztlich zusammenbrach. Es erfolgte eine Not-OP. Wie gewohnt verlieren die Medien des politisch korrekten Qualitätsjournalismus kein Wort über die Herkunft der Täter. Lediglich ein ungepflegtes Äußeres wurde vorsichtig erwähnt. Laut Polizeibericht jedoch handelte es sich keinesfalls um einheimische Kriminelle. Die dunkelhaarigen Täter sprachen gebrochen Deutsch. Laut zuständiger Polizeisprecherin Jana Birnbaum wurde bereits eine Großfahndung nach den brutalen Tätern ausgelöst, bisher erfolglos. Die Polizei bittet um jeden Hinweis.